Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! Wenn ihr ein wenig aufgepasst habt beim letzten Mal und beim Ende vom letzten Mal, werdet ihr feststellen, wir sind hier nicht am Ende vom letzten Mal. Was ist in der letzten Folge passiert, die ihr nicht gesehen habt? Weil durch einen bescheuerten Absturz meines Computers die Folge kaputt gegangen ist. Wir haben einige Länder, die Toskana, Modena und Württemberg, haben wir begonnen zu finanzieren. Wir hoffen uns davon, dass sie uns eine Obligation own. Wenn dem der Fall ist, dann können wir es zum Protektorat machen. Das würde Folgendes bringen: Wir würden nur noch 25, wir würden nur noch 25 Influence brauchen, würden quasi ein Teil des Reichs werden. Oder, ja. Und wir bräuchten keinen Defensive Pact mehr mit ihnen. Das heißt, es würden mehr von diesen diplomatischen Punkten frei werden dafür. Derzeit derzeit investieren wir in Anhalt, Schleswig-Holstein, Entschuldigung. Die haben sich von den Skandinaviern losgesagt. Und wie ihr seht, wir sind in einem Krieg. Und zwar im Krieg zwischen Skandinavien und dem radikalen Skandinavien. Wir helfen den Skandinaviern gegen ihre Revolte, weil sie uns eine Obligation dafür gegeben haben. An und für sich was Schönes und Gutes. Und wir gewinnen diesen Krieg. Wie wir gerade sehen. Okay. Ah, da ist wieder so ein Dings. Das ist wieder so ein. Ach, dieses. Dass die ständig neue Fronten haben, die dann nicht bekämpft werden, finde ich absolut irre. Ja, wir haben hier eine zweite. Eine Truppe da und eine Truppe da. Und den Rest muss Schweden selber machen. Wir haben den Krieg eh schon mehr oder weniger gewonnen. Unsere Annahmen. Ja. So, General Moved, ja. Wurscht. Ja, außerdem kommen wir da auch gerade wieder in einen Krieg mit irgendwelchen kommunistischen Rebellen in Krakau. Krakau hat jetzt das ist die vierte Revolte innerhalb von, glaube ich, 4 Jahren, so sowas in die Richtung. Und wir schlagen eine Revolte nach der anderen für Krakau nieder. Ja, weiß ich nicht, ob das mit den anderen Protektoraten auch so funktioniert. Gut, wir sind mittlerweile Nummer 2 weltweit. Nur noch hinter Frankreich. Wir haben weit mehr Prestige als Großbritannien. Und auch unser BIP. Großbritannien hat irgendwo eine Einbuße gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder knapp vor uns. Aber auch da haben wir sie wahrscheinlich bald überholt. Schaut gut aus. Frankreich zu überholen wird eher schwierig, obwohl Frankreich hat auch einen Einbruch. Wieso das? Haben die gemacht? Naja. So, schauen wir mal. Standard of Living ist in einzelnen Teilen Österreichs sehr, sehr hoch, in anderen Teilen quasi nicht vorhanden. Also wir sind das eher Österreich, sehr westfixiert, sagen wir es mal so. Frankreich hat quasi alle in der Bevölkerung gut versorgt, Britannien auch nicht wirklich.
Und Preußen hat das total. Also Preußen ist tot. Russland ist nämlich auch nicht mehr gut drauf, wie ich gerade sehe. Naja, müssen wir schauen. Vielleicht schaffen wir es ja, mehr Ordnung in den Haufen zu bringen. Ja, noch irgendwas Interessantes passiert das letzte Mal? Ich glaube nicht wirklich. Ja, wir müssen jetzt einmal auf jeden Fall die unseren Einfluss einsetzen. Schauen wir mal, wir könnten einen Defensive Pact mit Leuten machen. Anhalt zum Beispiel. Was sagt noch? Was sagt nicht. Bayern? Bayern. Bayern würde ich auch ganz gerne zum Protektorat machen. Machen wir mal Bayern. Gern Bayern als Protektorat, das wäre cool. Dass wir dann im Endeffekt genau das machen, was wir. Ja, es sind außerdem ein Haufen ist Algerien im Dings. Algerien im Problemen. Hat Radikale. Und keiner möchte sie unterstützen. Das ist arg. Und schauen wir mal. Du bist Strength Nationalisten. Du bist was? Promote liberal reforms. Beide sind mir wurscht. Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen? Interessiert nicht. So viele Revolutionen gerade. Was? Das heißt Defensive Pact declined. Ihr habt's gesagt. Except. Aber am Anfang haben sie noch gesagt, die würden es machen. Ist ja arg. Ah ja, wir müssen außerdem Häuser bauen. Also wir brauchen neue Fabriken. Na gut, schauen wir mal. Bayern, echt jetzt? Jetzt auf einmal? Montenegro? Warte mal, Customs Union? Montenegro, würdest du in unsere Customs Union kommen? Echt nicht? Finde ich nicht richtig. Defensive Pact würdest du machen? Ist Anhalt schon in unserer Karten Union? Passt. Wenn ich jetzt in einen Defensive Pack nehme. Was mit Sachsen? Die würden nicht machen, gell? Hessen wird auch kommen. Was mit Baden? Oh, die würden auch. Das ist gut. Machen wir Baden, oder? Das ist mit Sardinien, Piemont. Ah, die würden auch. Sardinien, Piemont wäre mir eh auch recht als Dings, als Protektorat. Machen wir mal Sardinien, Piemont. So, außerdem haben wir gesagt, wir schauen uns mal unseren an. Ja, wie schon gesagt, mein Computer ist abgeführt worden. Essen, wir brauchen Essen. Schauen wir mal nach, vielleicht können wir. Wir haben ja jetzt Öl in großen Mengen. Vielleicht können wir da jetzt auf das bessere Canned Vacuum Canning übergehen. Puh, Fische haben wir nicht genug, bist du deppert.
Puh, Eul haben wir auch nicht genug. Ich gerade. Was wir das da machen? Geht noch alles gut. Und da. Auch noch. Und da. Naja, wird schon knapp mit dem Öl. Interessant. Laufen. Okay, wir haben jetzt einen defekten Innen. Oh, na gut, schauen wir mal im Markt. Da bin ich gleich mal runtergegangen. Elektrizität machen wir auch noch mal weiter. Ja, langsam war es sicher. Gehen uns die Arbeit da aus. Von Spanien. Nein, das wollte ich gar nicht. Wollte ich. Das sollte die ein bisschen besser machen. Aber wir haben da noch immer 1000, die uns zu wenig sind. Wahnsinnig. Ah ja, na gut, schauen wir mal da. Öl brauchen wir. Okay. Einen Haufen Ölplattformen. Dann, was fehlt uns noch? Engines. Oh, die müssen wir auch ausbauen. Wieso Clipper? Wer von uns braucht Clipper, bitte? Welche Port? Nur unsere Vasallen brauchen die Dinger. Okay. Schauen wir mal, ob wir da noch hin kriegen aus dem Britischen, was wir haben. Glas sollten wir auch weiter erweitern. Und Hartholz. Schauen wir mal, können wir die auch importieren? Nein. 10 Stück. Das kann ich gleich lachen. Okay, das können wir. Ich. Holz meinen ganzen Wald ab. So, warte mal. Ich. Wo ist das? Granat. Da ist ich. Schau mal. Noch in Camp. Er ist auf Hardwood Production. So, in den Gebieten,
denen wir jetzt keine Leute mehr haben. Steiermark vor allem. Wenn wir außerdem, wenn geht, da alle Produktionsmittel möglichst einsetzen. Okay. Damit wir weniger Leute brauchen. Aber ich sehe gerade, wir haben das eh schon weg da gemacht. Schon eingesetzt. Viel besser geht das gar nicht mehr da. Irgendwo anders wird auch nicht mehr. Electric Fences. Ah, brauchen wir 3000 Leute weniger. Perfekt. Gekauft. Wheat Farms. Na, da können wir nicht wirklich was verbessern. Rain vielleicht noch. Government Run. Ausgezählt. Obwohl haben wir, glaube ich, auch das gleiche Problem, ja. Aber auch keine Leute mehr. Passt. Industries noch. Okay. Ja, das war mal das. So, wieder ein paar Leute in der Reihe. Warte mal, ganz war ich noch nicht fertig mit dem Markt. Die Luxuries haben wir uns noch nicht angeschaut. Das sind zwar auch viel zu hohe Preise, aber noch immer. Okay, 24 States Oil. Bis. Inactive Trade Routes. Ja, das ist. Okay, mal wegkommen. Jetzt haben wir eigenes Öl. Das bringt hier fast nichts. Das können wir auch weghauen und die Teil noch. So, 100 haben wir noch. Das heißt, wir könnten noch einmal Bankrollen. Einen der Staaten, die.
Montenegro vielleicht. Sehr billig. Und Montenegro will ich eh auch an meinem Markt haben. Das ist ein blauer Fleck an der Grenze meines Marktes. Oh, ich sehe gerade Österreich und Westgalizien haben auch ein Problem mit Dings. Auf welche Bahn? Industrialisierung kennt keine Grenzen. Na dann. Make it. Vielleicht sollten wir hier noch die eine oder andere Railway vorlegen. Haben wir die ganze Bürokratie plötzlich, frage ich mich. Ist da irgendwas verloren? Nein. Können wir da auch nichts aufbauen hier? Wir haben noch immer die Aristokraten. Erst ändern, wenn die Wahlen weniger als 50% haben. Schauen wir mal, wann das passieren wird. Achso, ja, da haben wir 100. Wieso ist dieser Krieg eigentlich noch nicht zu Ende? Kann mir das bitte jemand sagen? Rubber in Benin. Ach ja, was ich total vergessen habe, was in der letzten Folge passiert ist, wir haben den Ursprung Nils gefunden. So, Skandinavien hat jetzt eine Obligation bei uns. Schauen wir mal, ob wir die in unseren. Eigentlich auch zum Protektorat machen. Nein, ich hab's befürchtet. Kann ich in meinen Markt reinnehmen? Wahrscheinlich nicht diesen. Sind wir eine Großmacht oder nicht? Naja, vielleicht eher nicht. Schauen wir mal. Nein, definitiv. 23, eine Minor Power sogar nur. Dann soll es ja eigentlich klappen. Ihnen. Warum geht das nicht? 20, ich habe 25. Relations between Austria and Scandinavia at least cordial. Okay. Das heißt, wir müssen zuerst einmal unsere Beziehungen verbessern. Ja, das wird problematisch werden. Wir könnten ihre Schulden übernehmen. Das klingt natürlich cool. Wenn sie das machen würden. Schauen wir mal, was haben sie für eine Relation? Neutral?
mal warten. Die irgendwie ein Dings ab. Eine Obligation. Und in meine Kraft funktionieren. Und dann fällt's so. Nö. So. Achso, ja, warte. Wir haben ja wieder diesen dummen Krieg hier. Was ist das? Spanien gegen spanische Revolte? Was ist denn das? Kannst du? Functional values, das klingt gut. Und maintain balance, gut. Okay. Eigentlich sogar lieber. Nein. Lieber die anderen. So, und was ist das? Sachsen und Sachsen. Constitutionalism. Nein. Conservative Agenda in die sind das, die ich mag. Wir können nicht auf ihre Seite gehen, weil wir haben einen Truth mit Sachsen mit. Weil sie in unserer Customs Union sind möglicherweise. Also im Krieg war ich sicher nie mit ihnen. Nur was Light with Sight. Okay. Eher auf der Seite sein, auch wenn wir die anderen mehr mögen. Aber wir können ja nicht gegen Hanua kämpfen, das geht gar nicht. Rubber, Brazil. Wie wäre es, wenn ihr mir zeigt, noch ein Diplomatic Play wieder mit Montenegro? Die haben auch öfter Revolution als sonst was. Okay, Montenegro, du wieder, oder? Ja. Ja, unterstützen wir euch halt. Dann geben wir euch Geld. Komm schon, du wirst uns eine Obligation geben, Montenegro. Ich weiß es ganz genau. Dafür, dass wir dir helfen. Wir sind in einem Krieg nach dem anderen drinnen, das gibt es wohl nicht. Kann ein Hannover überhaupt helfen? Frage ich mich. Ich will gar nicht sagen, das könnte das gewinnen. Da ist genau das, was ich suche. Yes. Except.
Rubber discovered. Willst du mir nicht irgendwas anbieten, Freundchen? Den Hanoveranern hast du Geld geboten. Klingt das eigentlich eine Obligation und mir nicht? Papa. Ich stirb halt gegen deine Leute. Okay, ist da irgendwas Interessantes noch dabei? Embargo. Und dich selbst. Ja, das hat sie mir vorhin schon gesagt. Muss man mit alten nehmen. Oh, Montenegro wishes join our customs union, finde ich gut. Schauen wir mal, ob ich ihn nachher auch gleich zum Protektorat machen kann. Okay. Wir warten, bis entweder der Konflikt startet oder der zu Ende ist. Welches von den beiden schneller ist und dann wir für heute. Zu viel Text. Viel Text. Könnt ihr das überhaupt alles lesen hier? Malaria Prevention an. Habe ich gemacht für die Nil-Dings und dann habe ich es nicht mal gebraucht. Okay. Machen wir jetzt irgendwas Sinnvolles mal wieder. Combustion Engine zum Beispiel. Da haben wir immerhin die 5. Kriegen Krakau gleich aus. Hey, Krakau. Finde ich gut. So kämpfen die dann zwei. Oh, weil Sachsen-Weimar auch angreift. Schau was an. Sind stärker, aber es sind nur 2000 gegen einfach die Numbers.
Okay, und der Krieg ist eigentlich auch vorbei. Und tschüss. Ella hier. Seht ihr Anhalt? Seht ihr Sachsen, so schnell hättet ihr das haben können, wenn ihr. Wenn ihr. So. Oder so noch verloren. Wenn ihr mir geholfen hättet. Oder wenn ihr mich um Hilfe gerufen hättet. Also so. Okay, gut. Der Krieg hat gestartet. Der Krieg läuft gerade. Das wird fraglich. Sind 3000 immerhin. Wer weiß. Naja. Okay. Anyway, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und schönes Wochenende.